Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Trick zeigen, wie ihr den Ruf bei den Ankoranern bzw. beim Hordenpendant dazu ein wenig erhöhen könnt. Und zwar gibt es spezielle Ruftokens, die ihr von speziellen Rares bekommen könnt. Und zwar sind es insgesamt 4 verschiedene Bäume, die ihr täglich umhauen könnt. Und wie das Ganze funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Das Ganze könnte auch interessant sein für die Leute, die noch an dem Rare Achievement dran sind. Ihr seht, ich habe das jetzt gestern oder vorgestern war das, glaube ich, abgeschlossen. Heißt, dafür braucht ihr alle Rares hier und diese 4 Bäume sind wahrscheinlich die letzten, die euch fehlen. So war es zumindest bei mir, denn sie laufen normalerweise nicht rum, sondern man muss alle speziell aktivieren. Jetzt schauen wir uns erstmal das Ruftoken an. Und zwar, was ist das für ein Ruftoken? Wir haben da ein Token, das nennt sich Uralte Riffwanderer Borke. Und wenn ihr dieses bekommt von einem der Bäume, könnt ihr das im Lager abgeben. Kriegt für jeden eurer Anhänger, also sprich diese Typen hier, 100 Ruf. Also insgesamt 300 Ruf. Es gibt ja auch diesen, diese Quest, wo ihr 3000 Ruf erlangen müsst. Das habe ich mit dem Ding relativ schnell abgeschlossen, wo ihr dann die Endquest bekommt, wo ihr hier dann schon in den Raid rein müsst. Das zum einen könnt ihr damit relativ schnell abschließen. Und zusätzlich bringt das auch nochmal relativ viel Ruf für die Ruffraktion. Ich glaube, es waren 350 für die Ankoana, beziehungsweise dann auch für das Hordenpandor dafür. Genau, jetzt schauen wir uns an, wie wir das herbekommen können. Und zwar bin ich jetzt beim ersten Baum. Der ist hier unten auf den Koordinaten 31, 30. Und ihr seht hier, den kann man nicht anklicken. Das ist quasi einfach ein Baum, der dort steht. Und hier müssen wir einen bestimmten Mob hinbringen, dass wir den aktivieren können. Und zwar holen wir den jetzt einmal. Und die ganzen anderen Bäume laufen auch so ähnlich ab. Wir haben immer einen Baum, einen relativ großen, der rumsteht, den man irgendwie aktivieren muss. Und den ersten Baum aktivieren wir quasi damit, dass wir einen anderen Baum, hier Geweihter Riffwanderer heißt der, dass wir den hinziehen. Heißt, wir tacken den an. Und müssen den langsam hinziehen. Man kann jetzt nicht so schnell rennen, weil sonst kommt man zu weit weg von ihm. Er kommt aus dem Kampf raus, resettet. Heißt, man muss den halt langsam ziehen. Er fängt immer wieder zu casten an. Hier gibt es in dem großen Bereich hier gibt's mehrere von denen. Heißt, wenn der hier nicht da sein sollte, dann ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Sucht ihr euch halt einen anderen. Es muss halt bloß so ein geweihter Riffwanderer sein, dass das Ganze funktioniert. So. Heißt, und man muss ein bisschen gucken, dass sein Anhänger quasi hier nicht die Aggro klaut und ihn wegtauntet. Das ist ein bisschen nervig, dass man hier ein bisschen warten muss, bis der komplett rankommt. Und der Mob muss quasi genau hier rauf auf den Baum und hier müsst ihr ihn töten. Und damit könnt ihr den Baum dann triggern. Das machen wir jetzt mal an der Stelle. So, da geht der Baum gerade low. Und zwar hatten wir jetzt gerade schon mal einen hier hingezogen. Da hat das gerade nicht so ganz funktioniert. So wie es aussieht, muss der Baum nämlich vor dem anderen sterben und nicht genau ganz drin sein. Also mal ist es anscheinend schon wichtig, dass die Positionierung stimmt. Und jetzt ist er hier anscheinend davor gewesen. Und ihr seht, hier Urdu wird jetzt einmal aktiv. Den hauen wir runter und dann müssen wir quasi nur noch gucken, dass einmal unser Token droppt. Das ist kein 100% Drop, das ist ein wenig random und wie gesagt, wie bei allen Rares, kann man es nur einmal am Tag erhalten. Der ist zwar jetzt nicht rare, der Mob, und man kann ihn theoretisch immer wieder beschwören. Ich glaube, der Baum taucht hier alle 20 Minuten etwa auf, so wie bei den anderen Bäumen, die ich euch jetzt dann gleich zeigen werde auch. Aber wie gesagt, den Loot kriegt man nur einmal. Ich habe es ein paar Mal probiert am Tag umzuhauen mit mehreren Leuten und nur beim ersten Mal haben ein paar das Token bekommen. Dann sind wir jetzt beim zweiten Baum und zwar sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 77, 25 und dort bei den Geistern steht dementsprechend unser zweiter Baum, den wir brauchen. Und hier müssen wir den nicht durch einen anderen Baum aktivieren, sondern müssen ein bisschen achten auf seine Umgebung. Hier sind Geister, deswegen brauchen wir auch einen Geist, um ihn zu aktivieren. Und das Geisterviech, was wir brauchen, ist ein Pet und zwar ist es Ertrunkenes Junges. Und sobald wir dieses rausholen, können wir den Baum angreifen. Wo bekommen wir das her? Und zwar bekommen wir das von einem Händler. Der befindet sich hier, Feilana. Und diese müsst ihr quasi anquatschen. Für so ein paar von diesen Mana-Perlen könnt ihr quasi dann das Pet kaufen. Hier von den prismatischen Mana-Perlen. Und dann einfach wieder hier zurückgehen.
Pad einsetzen und der Baum kommt raus. Das müsst ihr nicht persönlich haben, sondern nur einer, der hier den Baum rausholt. Das können andere, alle anderen quasi mit draufhauen. Wir machen das jetzt mal. Ich hole das Pad raus und tada, der Baum wird angreifbar. Und dieser ist jetzt als Rare getaggt. Das war jetzt zum Beispiel gestern auch noch nicht so. Mal gucken, vielleicht ist Blizzard da noch ein bisschen was am Fixen und die... quasi das Taggen, ob es ein Rare ist und nicht, haben sie vielleicht jetzt erst reingebracht. Bei dem einen habt ihr eben gesehen, hat es nicht geklappt, der war von Anfang an schon Elite. Ist ein bisschen komisch, aber wie gesagt, man bekommt nur einmal am Tag Loot. Bei dem drüberigen hatte ich es jetzt gerade, gab es gerade für uns beide kein Loot. Jetzt gucken wir einfach mal, ob wir hier ein Token rausziehen können. So, dann schauen wir mal, was wir rauskriegen als Loot. Mana-Perlen. Ach, das war jetzt nicht sonderlich toll. Wieder kein Ruftoken an der Stelle. So, dann kommen wir zum dritten Baum. Und zwar befindet er sich hier unten. Und zwar auf den Koordinaten 49, 70. Und dieser muss auch wieder durch ein Pet aufgemacht werden. Und zwar nicht durch ein Pet-Battle-Pet, sondern durch eins, das wir uns durch diesen Kristall, durch das Kristallprisma holen können. Und zwar ist das ein Item, das man hier im ganzen Gebiet looten kann. Meistens an irgendwelchen Wasserläufen bzw. an Wasserfällen dran. Oft auch hier hinter dem Boss einmal. Und da müssen wir uns ein bestimmtes Viech holen. Und zwar seht ihr, um ihn rum liegen einen Haufen tote Schlammschnäggel. Und genauso eins müssen wir uns halt besorgen. Ich habe mir dafür ein Makro gemacht. Ta Schlammschnäggel. Und das bin ich halt am Spammen, laufe durchs Gebiet und suche dieses Bett. Wichtig ist hier... wenn ihr so ein Pet gefunden habt, schaut, dass ihr vorher den Weg zum Boss freiräumt, dass da keine Mobs sind und lauft dann mit der Schlammschnäggel hin und triggert ihn. Es kann nämlich sein, wenn ihr in den Kampf kommt mit diesem Schneckenpad an den Fersen, dass es dann rumbackt und dass das dann despawnt, dann könnt ihr wieder suchen. Und so oft findet ihr solche Kristalle auch nicht, also kann es dann ein bisschen beschissen sein. Deswegen da ein bisschen schauen, am besten... hier so den Weg, die sind eigentlich, die können im ganzen Gebiet sein, aber am besten schaut, dass es einigermaßen in der Nähe hier ist, dass ihr nicht so viele Mobs wegklopfen müsst, dann, ja, tut ihr euch wesentlich leichter. So, ich habe jetzt so eine Schnecke gefunden, und zwar ist die hier, Schlammschnäggel, und da werfen wir jetzt dann einmal den Kristall drauf, und jetzt laufe ich quasi mit dieser Schlammschnäggel langsam nach oben. Und ich habe jetzt hier dem Kollegen schon gesagt, er soll die Mobs weghauen. Ich hoffe, er hat das gemacht. Wenn wir nämlich, wie gesagt, in den Kampf kommen, dann kann es manchmal sein, dass sie verbuggt. Und dann könnt ihr wieder losziehen. Und die sind nicht ganz so häufig da. Heißt, ja, wenn ihr die eine hier verkackt, dann kann es sein, dass ihr ziemlich weit im Gebiet runterlaufen müsst. Und er hat natürlich die Mobs nicht weggehauen. Jetzt hoffen wir mal, dass es trotzdem klappt. Laufen wir hier einfach mal durch und hoffen, dass es nicht verbuggt, die Schnecke. So, da seht ihr, die Schnecke ist endlich angekommen, der Baum kommt raus und ja, wenn die halt in den Kampf kommt, dann fängt die an so ganz, ganz langsam zu laufen. Für den Weg von hier vorne bis da hinten hat die jetzt irgendwie 3 Minuten gebraucht. Heißt, ihr solltet wirklich die Mobs vorher weghauen, sonst kriegt ihr die Schnecke nicht mehr her. Wenn die irgendwo vorher schon angegriffen wird, dann könnt ihr euch eigentlich eine neue suchen. So, Baum fällt um und ich habe wieder keinen Ruftoken gekriegt. Dann kommen wir jetzt zum letzten und schwierigsten. Und zwar fangen wir da nicht an mit dem Baum an sich, sondern mit dem Mob, den wir quasi hinziehen müssen. Und zwar starten wir jetzt hier oben an dem Weg und müssen jetzt erstmal hier auf die Hordenbase drauf. Und das machen wir, indem wir hier hinten quasi beim Turm rumlaufen. Und uns dann einmal hier quasi oben drauf begeben. Und ganz wichtig ist, ihr braucht einen Goblin-Gleiter. Sonst wird das hier gleich nicht funktionieren und am besten versucht ihr das nicht wie wir jetzt gleich hier zu zweit, sondern baut euch am besten eine Fünfergruppe, vielleicht nicht sogar am besten ein Raid. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen quasi hier zu dieser Ausbuchtung, da wo es ein bisschen weiter rausgeht, da stellen wir uns jetzt einmal hin und jetzt müssen wir hier warten, bis so ein großer Rochen vorbeikommt. Der fliegt nämlich hier einmal immer seine Runde quasi und der hat so um die 11.000 Life, also relativ viel. Und den müssen wir gleich pullen und ja, so durchs halbe Gebiet quasi ziehen. Also heißt, eigentlich solltet ihr hier am besten eine Gruppe haben, die auch ein bisschen was aushält. So, da in der Ferne seht ihr den Rochen schon anfliegen. Den müssen wir uns holen. Hier seht ihr, 11.000 Life habt ihr, der haut auch ganz gut rein. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir den pullen.
Und zwar nehme ich jetzt hier ein bisschen Anlauf. Ah, jetzt noch nicht. Ihr müsst es echt gut timen. Ah, jetzt. Ist noch nicht dran. Goblingleiter, ich schieße ihn an und jetzt muss ich ganz schnell hier Ich muss hinfliegen. näher ran. So, ist gepult. Ich gehe jetzt in Bären, weil wie gesagt, der haut ganz gut rein. Teilweise 50k-Hits haut er jetzt auf mich hier. Aber mittlerweile kann ich mir das Guardian ganz gut gegenhalten. So, und den müssen wir jetzt nehmen und Ich bin mitkiten. außer Ihr könnt Reichweite. nicht mit dem Goblingleiter gleich zu dem Baum fliegen, sondern ihr müsst ihn immer wieder anhitten. Oh, er haut mir sogar 80k rein als Tank, habt ihr gesehen? Ich muss Und ich bin näher jetzt nicht ran. gerade schlecht equippter Guardian Tank, Ja, aber ich kann mir ich relativ kann gut das Meer heilen. leben Ne? Also, Das ist zu weit das entfernt. solltet ihr am besten hier nicht zu zweit Gib probieren. mir Ja, Feuer. ich weiß, was ich tue, deswegen probieren wir das jetzt einfach mal. Aber im Normalfall ein paar mehr Leute schaden nicht. Das letzte Mal Ich waren wir bin hier mit 10 außer Leuten, da ging Reichweite. das ganz gut. Mal gucken, ob ich das jetzt für die Aufnahme euch auch ob wir das auch zu zweit zeigen können. So, wir ziehen den Von jetzt hier allen mit. Und zwar, wie Akkubinnen gesagt, eines nicht zu weit weglaufen, immer ein Kartenspielers bisschen hin wird Gegnerschar und ihn wieder erobert. anheaden. Und jetzt müssen wir hier runter. Jetzt gehe ich mal in die Katzengestalt. Also, ihr werdet hier immer ein bisschen Fallschaden nehmen. Dann hier runter. Wieder in die Katzengestalt. Und den müssen wir jetzt langsam, nämlich hier in diesen Korallenwald, bringen, da wo auch lautlos quasi am Rumpflattern ist. Hier könnt ihr dann bequem runterlaufen, also da müsst ihr nicht nochmal runterspringen. Und ihr könnt den auch schon während dem Laufen DPSen. Wie gesagt, der hat hier 11 Millionen live. Bis ihr den runtergehauen habt, dauert das ein bisschen. Ne? Also müsst ihr nicht Das ist zaghaft zu weit sein, einfach entfernt. drauf DPSen. So. Und jetzt ist es wichtig, ihr seht diesen Querweg, den laufen wir nämlich lang, bis er hier versandet quasi. Und da ist dann unser letzter Baum und dort müssen wir ihn runterklopfen. Ihr solltet ein bisschen aufpassen, der macht auch RE-Effekte, der spawnt auch so komische Wirbel und sowas. Und Ich ich bin habe auch schon außer einige Leute Reichweite. durch das Zeug sterben sehen. Also da ein bisschen aufpassen, selbst wenn ihr nur jemand seid, der mitläuft. So, ihr seht, hier haben wir das Bäumchen. Am Ende des Wegs ist es, wenn ihr jetzt hier auf die Map guckt, und zwar sind es bei den Koordinaten 58, 53. Und auf dem muss quasi einmal hier unser großer Rochen sterben und dann triggern wir den Baum quasi damit. Außer Letzte Boss Reichweite. aktiviert. Der ist jetzt irgendwie auch bloß hier als Elite angezeigt, nicht als Rare. Vielleicht fixt es Blizzard noch, dass er beim ersten Mal am Tag, wenn man killt, quasi dann als Rare gewertet wird. Da geht er down und kriege ich diesmal was? Nein, ich hatte diesmal kein Glück. Alle vier Bäume quasi keinen Ruftoken bekommen. Vielleicht habt ihr dann ein bisschen mehr Glück bei euren Kills. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das ein oder andere Ruftoken bekommen habt. Solltet ihr eins kriegen, wie gesagt, könnt ihr das einfach nehmen, bei eurer Fraktionsbase einmal abgeben und dann dementsprechend ein bisschen Anhängerruf bzw. Fraktionsruf bei der Nazarthrak-Fraktion eurer ja, Horde- oder Allianzfraktion bekommen und dementsprechend dann vielleicht auch ein bisschen schneller ans Fliegen rankommen. Ich brauche jetzt noch 100 Ruf, dann bin ich hier respektvoll und ja, da hätte das Ruftoken eigentlich ganz gut getan, sollte leider nicht sein. Wie gesagt, ich drücke euch ein bisschen die Daumen, dass ihr da was rausbekommt und ja, ich Schneller hoffe, als ich konnte euch ein bisschen Tausende von weiterhelfen. Jahren Sollte es der Fall benötigen, sein, könnt ihr kommen mich gerne diese positiv bewerten und wenn ihr mehr Materialien von solchen nie Videos unter sehen Wert. wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.